Vor 2 Jahren hat sich Ralf aus Lübeck an mich gewandt. Er suchte sehnsüchtig seinen Bruder Michael, den er noch nie gesehen hatte. 1967, als Ralf ein halbes Jahr alt war, wanderte seine Mutter ohne ihn nach San Diego in die USA aus. Von der Existenz seines Bruders erfuhr er erst viele Jahrzehnte später auf tragische Weise. Deine Mama hat ein ganz schlimmes Schicksal ereilt. Ja, sie wurde leider 1974 von ihrem Ehemann zu Hause erschossen, also ermordet. Ralf stellte Nachforschung an. Aus der Polizeiakte erfährt er Unfassbares. Als der Ehemann erst Ralfs Mutter und dann sich selbst erschoss, gab es einen Augenzeugen, ein kleiner Junge. Es war in diesem Schreiben, was dieser Gerichtsmediziner aufgesetzt hatte, mit drin, dass ein 5-jähriges Kind in der Wohnung rumlief und der Name des Kindes mit angegeben war. Okay. Und da wusste ich, dass das der Sohn meiner Mutter ist, also sprich mein Halbbruder. Seitdem Ralf von seinem Halbbruder wusste, suchte er nach ihm. Allerdings konnte er nicht die kleinste Spur zu Michael Crawford, wie er mit ganzem Namen heißen sollte, finden. Ralf, kannst du versuchen zu beschreiben, was dir das bedeuten würde, deinen Bruder wirklich zu finden? Viel. Es ist ja ein Teil meines Lebens. Es gehört zu mir. Und es ist dieses letzte Kapitel im Buch, was ich nicht schreiben kann. Und das macht einen fertig. Und dieses letzte Kapitel zu Ende zu schreiben und das Buch zuzumachen, zu sagen kann, ich hab's jetzt. Jetzt habe ich alles zusammen. Und das ist wichtig für mich. Bedeutet für mich, dass ich mich auf die Reise in die USA machen werde. Umgehend, um nach deinem Bruder zu suchen. Meine Suche begann in San Diego, Kalifornien. In der Larkdale Avenue fand 1974 das grausame Verbrechen statt. Das Wohnviertel wurde aber vor vielen Jahren umgebaut. Nützliche Hinweise von ehemaligen Nachbarn fand ich dort nicht. Nach einigen Recherchen konnte ich mich aber mit dem Polizisten verabreden, der in der Mordnacht am Tatort war. Sergeant Singh empfing mich bei ihm zu Hause. Mein Team und ich kamen gegen Mitternacht am Tatort an. Dort war ein Polizist in Uniform, der sich um einen kleinen Jungen kümmerte. Der Junge saß auf dem Vordersitz des Polizeiautos. Das muss Michael gewesen sein. Das war Michael. Wissen Sie, ob er realisiert hat, was passiert war? Da bin ich mir absolut sicher. Okay. Was aus Michael genau geworden ist, wusste Sergeant Singh nicht mehr. Aber er erklärte mir, welche zentrale Organisation sich in solchen Fällen um die Kinder kümmert. Und dort erhielt ich tatsächlich neue Erkenntnisse. Der Mörder von Michaels und Ralfs leiblicher Mutter war gar nicht Michaels leiblicher Vater. Es war jemand ganz anderes. Michaels Vater hat den Jungen sogar nach einem Tag im Kinderheim sofort zu sich geholt und wohl liebevoll großgezogen. Er heißt Michael Ray. Und deswegen heißt Michael auch nicht Michael Crawford, sondern Michael Ray. Das bedeutet, es gibt einen Michael Ray Senior und einen Michael Ray Junior. In den Amtsunterlagen war eine Adresse in Huntington Beach verzeichnet, an der Vater und Sohn seinerzeit 1974 gewohnt haben. Ich fuhr direkt dorthin und stellte fest, dass die beiden dort nicht mehr leben. Aber zu meinem Glück erinnerte sich eine Nachbarin an Michael. Mein Sohn erinnert sich. Er sagt, dieser Mickey hieß tatsächlich Michael Ray. Okay. That was Mickey. Ja, und Danny ist der Cousin von Michael. Danny lebt hier in der Nähe. Sie können ihn leicht finden. Vielen Dank. Gerne. Wiedersehen. Tatsächlich konnte ich über Danny, den Cousin, endlich Kontakt zu Michael herstellen und mich mit ihm verabreden. Ich war meinem Ziel ganz nah. Ja, am Brunnen steht auf jeden Fall jemand. Könnte sein, ja. Ja. Ist er. Michael? Hi! How are you?
Hi, you are Michael. Du bist Michael. Ich bin Julia. Hi, I'm Julia. How are you, Julia? Hi. So, how are you? Wie geht's dir? Nervös. Ich auch ein bisschen. Nein. Lass uns doch an einen ruhigeren Ort gehen. Können wir in Ruhe reden? Okay. Yes, okay. Gerne. Ich freue mich sehr. I'm excited. Ich bin aufgeregt. Ich habe ihn gefunden. Okay, let's go. Wir haben uns dann zusammengesetzt und dann gab es natürlich viel zu erzählen. Das glaube ich. Ich zeig's dir, ja? Okay. Michael, I'm here because your brother Ralph. Michael, ich bin hier, weil dein Bruder Ralph aus Deutschland dich sucht. Wusstest du, dass du einen Bruder in Deutschland hast? Ich wusste es, aber ich habe ihn nie kennengelernt. Ich wusste mein Leben lang, dass da noch Familie ist. Ich konnte sie nicht treffen, nicht mit ihnen sprechen. Ich vergleiche es damit, dass dir jemand ein Buch mit den Worten überreicht, hier ist dein Leben. Dann liest du das Buch, doch es fehlen ganze Kapitel. Zum Beispiel das mit meiner Mutter, mit unserer Mutter. Das ganze Kapitel mit unserer Mutter ist verschwunden. Glaubst du, du wärst in der Lage, mit deinem Bruder über eure Mutter zu sprechen? Ja. Auch wenn ich seit bestimmt 30 Jahren nicht mehr darüber gesprochen habe. Nachdem meine Mutter getötet wurde, kam ich erstmal in ein Kinderheim. Als mein Vater erfuhr, was passiert war, hat mich sofort zu sich geholt. Also bin ich bei ihm in Huntington Beach aufgewachsen. Er und seine Familie haben alles getan, damit ich das schreckliche Ereignis vergessen konnte. Also hat Ralph alles richtig gemacht, als er nach dir gesucht hat? Ich würde ihn gerne kennenlernen. Es ist fantastisch zu wissen, dass ich eine Familie habe, die nach mir sucht.44 Jahre waren die beiden Brüder, Michael und Ralph, getrennt. Dann konnten sie sich zum ersten Mal sehen und ein ganz neues Kapitel in ihrem Leben beginnen. Hi. Hey, what's your hair? That's, I don't know. How are you? Fine. So fine. Ralph und Michael, ich freue mich sehr für euch. I'm very happy. Alles, alles Gute für euch. Vielen, vielen Dank. Alles Gute. Danke. Danke. A new life is beginning. A new life. Yes. Who's my brother? Yes. I'm so lucky. Bei der Erinnerung daran, als Ralph und Michael sich zum ersten Mal in die Arme geschlossen haben, geht mir immer noch das Herz auf. Und ich würde gerne wissen, wie es den beiden heute geht. Und das werde ich sie jetzt einfach fragen. Hallo Ralph. Hi Michael. Hello. How are you? Hallo. Ralph, sag mal, wie geht's dir? Erzähl. Ja, wie geht's mir? Soweit ganz gut. Und mein Rest der Familie auch gut. Das ist beruhigend. Genau, ein Teil der Familie sitzt sozusagen nebenan. erzähl mal, ja. Wie ist der Kontakt mit Michael? Wir haben einen sehr regen Kontakt. Ich war ja nun, nachdem er im Dezember ja nun hier in Deutschland war, bin dann im Februar zu ihnen rübergeflogen, habe eine schöne Zeit gehabt. 10 Tage war ich dann dort gewesen bei ihnen. Das war wunderschön. Bin herzlich aufgenommen worden von Michael, seine Lebensgefährtin. Ja, es war eigentlich eine schöne Zeit, ja, doch. Michael, how was it for you? Michael, wie war es für dich, mit deinem Bruder zusammenzukommen nach all diesen Jahren? Oh, it was a dream come true. Ein Traum wurde wahr. Vorher war mein Leben wie ein Buch, in dem einige Seiten fehlten. Und nun konnte ich endlich das ganze Buch lesen. Auf einmal hatte ich ein vollständiges Leben. Das war unglaublich. It's truly incredible. Das kann ich mir vorstellen. Und ich habe gehört, dass auch eigentlich ein großes Ereignis ansteht. Ja,
Michael hatte jetzt nach der Osterwoche den Samstag heiraten möchten wollen, wo wir auch alle hinfahren wollten. Alles gebucht und getan und gemacht. Aber diese Geschichte mit dem Virus hat es dann leider nicht möglich gemacht. Es tat mir sehr weh, dass wir nicht kommen können und dürfen. Aber andersherum ist es halt so, wie es ist. Und wir müssen damit natürlich leben. Das heißt, du wirst jetzt bei der Hochzeit nicht dabei sein? Oder wie ist der Stand der Dinge? Es hört sich blöde an, aber glücklicherweise, trotz dieser ganzen schwierigen Lage, musste er seine Hochzeit natürlich auch verschieben. Erstmal auf nächstes Jahr. Und ich hoffe, dass wir bis dahin dann wieder reisen dürfen und wir uns dann auch sehen dürfen. Nicht nur wegen der Hochzeit, sondern allgemein auch. Okay. Michael, hast du Pläne? Ja, ich hatte eine Überraschung geplant. Wir haben Flugtickets besorgt und werden dieses Jahr über Weihnachten nach Deutschland fliegen. Für mich wird es das erste Weihnachten meines Lebens mit meiner eigenen Familie sein. Wow. Dein Bruder lebt ja sehr weit entfernt. Ist er trotzdem ein für dich naher, wichtiger Mensch in deinem Leben? Ja, das ist er. Ein sehr wichtiger Mensch sogar. Es tut mir leid, dass ich nicht so gut darin bin, meine Gefühle auszudrücken. Am Telefon fällt es mir schwer, ihm zu vermitteln, was er mir bedeutet und wie er mein Leben verändert hat. Oft habe ich Sorge, dass ich meine Gedanken nicht genug in Worte fassen kann. I can see the tears. Ich sehe Tränen in Ralfs Augen. Ja. Sorry. Ja. Ich habe ihn wieder gefunden und jetzt kommt sowas dazwischen und wir können uns nicht so sehen, wie wir gerne möchten und das ist schon heftig. Ja. Das kann ich gut verstehen. I would like you see and your family. Das Einzige, was mich aufhalten könnte, ist ein Virus. Ich werde kommen. Ich werde für 2 Wochen über Weihnachten kommen. Ich wünsche euch beiden wirklich von Herzen alles Gute. Und es wird ein Weihnachten geben zusammen und es wird diese Hochzeit geben zusammen. Ich bete dafür, dass wir uns spätestens im Dezember sehen dürfen wieder oder wiedersehen dürfen. Michael, alles Gute für dich. Ich wünsche euch ein wunderbares Weihnachtsfest und eine fantastische Hochzeit. Zusammen mit deinem Bruder. With your brother. In Gedanken nehme ich euch in die Arme. Alles Liebe für euch. Danke, danke, danke. Tschüss, ihr beiden.